Die Coronavirus-Pandemie nahm in China ihren Ausgang. Dadurch hat sich die Weltlage wesentlich geändert. China ist laut Behauptungen sogar zum heimlichen Gewinner der aus ihr entstandenen Krise geworden. Solche Vorwürfe kommen zum Beispiel aus den USA. Wie hat China es geschafft und ist alles so eindeutig? Hallo zu Russland direkt. Wie hat China die aktuelle Pandemie besiegen können? Sind seine Erfahrungen daraus für Europa hilfsreich? Und ganz unabhängig von der Seuche an sich, wie verändert sich aktuell die Stellung Chinas in der Welt? China ist schon fast traditionell ein Land, das unter der breiten Masse der Europäer immer mehr Fragen aufwirft, als es Antworten gibt. Die Wirtschaft wird durch Mechanismen des freien Marktes geprägt, aber die Gesellschaft funktioniert wie vor 30 Jahren nach kommunistischen Prinzipien. Deswegen gilt das Land als wirtschaftlicher Riese mit einem fremden und verschlossenen Gesicht. Langfristig und intensiv studiert das Land der Politologe und Experte für internationale Beziehungen Maximilian Mayer. Er arbeitet in Shanghai an der University of Nottingham Ningbo, der ersten chinesisch-ausländischen Universität in China überhaupt. Mit ihm werde ich die Situation Chinas und die aktuelle Entwicklung der Weltpolitik untersuchen. Von seinen offiziellen Infizierten und Todeszahlen hat China die Coronavirus-Pandemie besser im Griff als die meisten westlichen Staaten. Maximilian Mayer glaubt nicht an eine Ursache durch ein unterschiedliches politisches System. Ich vergleiche immer gern insgesamt asiatische Länder mit europäischen Ländern. Und man sieht eben, dass in etwa in Taiwan oder in Südkorea, die ja auch Demokratien sind, es sehr gut geklappt hat, den Virus einzudämmen. Man könnte sozusagen sagen, die einzelnen Bausteine davon sind gar nicht so unähnlich wie das, was man auch in Festlandchina findet. Der Unterschied ist sicherlich, dass in Festlandchina eben der Ausbruch zuerst war und man noch gar nicht wusste, wie man damit umgehen kann und deshalb sozusagen viel striktere Maßnahmen ergriffen worden sind. Und insgesamt ist natürlich auch das politische System in Festlandchina, sagen wir mal, eher geneigt, in so eine Richtung zu tendieren. Ja, in Südkorea und in Taiwan gab es ja gar keinen Lockdown in dem Sinne. Trotzdem waren die eben sehr erfolgreich und die wesentlichen Komponenten, das ist klar, das ist einerseits sozusagen so soziale Distanzierung. Das war aber in diesen Ländern auch sehr früh, übrigens auch in Vietnam zum Beispiel, in Singapur, sehr früh Screening an den Grenzübergängen und eine klare sozusagen Kontaktnachverfolgung, systematische Isolierung von Fällen, das ist ganz, ganz wichtig, und eben eine große Anzahl von Tests. Zu Beginn wurden die chinesischen Antipandemie-Maßnahmen in westlichen Medien als sehr hart, sogar drakonisch geschildert. Maximilian Mayer sieht keinen so großen Unterschied in der Härte zu Europa. Wir haben ja in Europa jetzt auch einen Lockdown gemacht, und zwar in Italien und Frankreich einen sehr harten Lockdown, der durchaus vergleichbar ist mit dem, was in China in einigen Städten passiert ist. Ja, in China ist ja nicht das ganze Land in einen harten Lockdown gegangen. Und im Moment ist sozusagen die Ironie, dass man in China größere Freiheitsrechte hat, und zwar signifikant größere Freiheitsrechte wie in europäischen Ländern. Insofern muss man sagen, naja, Demokratie hin oder her, wir haben das in Europa auch so gemacht, notgedrungen, und wir müssen jetzt eben Wege finden und Infrastrukturen aufbauen, die uns auf Dauer es ermöglichen, dann nachhaltig, auch tragfähig, gesellschaftlich und wirtschaftlich tragfähig sozusagen die Pandemie einzudämmen. Und das ist jetzt die eigentliche Aufgabe, ja. China hat laut Maximilian Mayer den Weg aus dem Lockdown heraus, wie viele Staaten in Südostasien, erfolgreich beschritten, auch mit vielen digitalen modernen Mitteln. Dennoch ist die Gefahr durch das Virus nicht gebannt. Etwa in Harbin an der Grenze zu Russland gab es erst aktuell ein Wiederaufflackern der Epidemie, das natürlich in den russischen Medien viel beachtet wurde. Die Lockdown-Maßnahmen hatten überall auf der Welt massive wirtschaftliche Auswirkungen. Gilt es auch für China? China wird sehr wahrscheinlich auch kein positives Wachstum haben im ganzen Jahr. Das hat was mit diesem wirtschaftlichen Lockdown in China selbst zu tun, aber natürlich auch mit dem drastischen Einbruch der weltweiten Nachfrage und Handel und allen möglichen Service-Angeboten und so weiter. Und China hängt natürlich auch zum guten Teil Chinas Wirtschaft von der globalen Wirtschaft ab. Insofern, China kann dem nicht entkommen, und die wirtschaftlichen Schäden sind ganz erheblich in China. Das ist auch Druck im politischen System, ja, weil natürlich sehr viele kleine Existenzen, kleinere, mittlere Unternehmen, die sind alle bankrott, ja, oder die wissen nicht, wie es weitergeht, die sind massiv überschuldet.
Und das Problem wird nicht weggehen. Übrigens auch die Staatsfinanzen. Also die Chinesen haben ja, wie wir das auch machen, angefangen, Geld zu drucken, um die Wirtschaft aufzufangen. Aber irgendwer muss es ja bezahlen am Ende. Also das kann ja nur über Steuern oder über Entschuldung funktionieren. Das heißt, wir werden eine Schulden-Entschuldungskrise auch sehr bald kriegen, sehr signifikant parallel zu der andauernden Pandemie. Und das wird auch in China der Fall sein. Funktioniert es mit Homeoffice in China wie in Europa oder in Russland zum Beispiel? Oder ist es nicht angebracht? Doch, doch, im Gegenteil. China, könnte man sagen, hat den stärksten digitalen Push erlebt. Nicht nur bei Homeoffice. Viele Unternehmen, präsent in China überhaupt, die Idee von Homeoffice vorher. Aber die haben alle umstellen müssen und die haben sehr erfolgreich umgestellt. Die ganzen Schulen machen nach wie vor, sind die Schulen geschlossen, die machen alles, digitalen Unterricht. Die Universitäten machen jetzt vielleicht langsam wieder auf. Möglicherweise Anfang Mai könnte es sein, dass erste Universitäten ihre Studenten wieder zurückholen, aber es gibt einen ganz klaren Trend und Push zur Digitalisierung im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, auch im Homeoffice-Bereich und das, denke ich, wird auch bleiben. Ja? Also das wird auch eine der dauerhaften Veränderungen sein, die China auch einen Vorteil verschaffen. So hat China wie alle anderen einen großen Wirtschaftseinbruch zu verkraften. Die Krise wirkte jedoch im Digitalbereich wie ein Katalysator zur schnelleren Weiterentwicklung der Gesellschaft. Auch die Regierung profitiere intern von einem gestiegenen Vertrauen der Bevölkerung, obwohl es Kritik am Verhalten der Kommunistischen Partei in der Frühphase der Epidemie in Wuhan gibt, meint Maximilian Mayer. Welche Auswirkungen diese Kontrolle über die Pandemie nach außen hat, dazu werde ich im weiteren Verlauf des Beitrags noch kommen. Der anfangs vertuschte Ausbruch der Pandemie in China einerseits und deren erfolgreiche Bekämpfung dort andererseits werfen von außen sehr unterschiedliche Schlaglichter auf das Land. Beide können Einfluss auf seine Stellung in der Weltpolitik haben. China selbst versucht natürlich vor allem sein Image bei der Eindämmung der Infektion zu nutzen. Weil einerseits natürlich, also China jetzt als eines der erfolgreichen Länder dasteht und auch sehr viel hilft, ja, also unglaublich viel an medizinischen Produkten, Schutzartikeln, Tests und so weiter liefert weltweit und dadurch sich auch natürlich eine Position erarbeitet als so Gesundheitssupermacht sozusagen. Aber andererseits gibt es natürlich auch eine massive Kritik aus nicht nur USA, sondern teilweise auch Kritik aus afrikanischen Ländern, teilweise auch aus Indien, die China den Vorwurf macht, naja, ihr habt das vertuscht, ihr habt nicht schnell genug reagiert und ihr seid eigentlich schuld. Es gibt ja auch Klagen gegen China, ihr müsst den Schadensersatz dafür übernehmen. Und insofern, das muss man mal abwarten, wie sich diese Debatte entwickeln wird. Es scheint gerade so, dass es eher zu einer stärkeren Polarisierung kommt. Dass diese Bipolarität durch die aktuelle Situation verstärkt wird, stimmt der russische Analyst Andrei Kortunov mit Maximilian Mayer überein. Weil die Covid-Statistiken offensichtlich in die Hände von Chinesen spielen, greife der Westen laut Kortunov zu Verteidigungsstrategien. Zum einen etwa zu Zweifeln an chinesischen Infiziertenzahlen, zum anderen macht der Westen auch einzelne Politiker wie Trump oder Johnson zu Sündenböcken, um nicht den Eindruck der eigenen Überlegenheit zu zerstören. Solche Strategien seien jedoch nach seiner Meinung nicht besonders erfolgreich und hätten Lücken. Gleichzeitig kann man China einen wachsenden Einfluss auf die Entwicklungen nicht absprechen. Welche möglichen Konsequenzen hat diese polarisierte Welt für Europa? Kann Europa hier eine Brücke zwischen den beiden kommenden Weltmächten sein? Das wäre der Traum, eine Brücke zu bilden. Ich halte das auch mittelfristig für möglich. Ja. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, dass sich so eine Brücke umsetzen lässt, sondern im Moment sieht es eher danach aus, dass Europa sich also die Wahl hat zwischen entweder die Seiten zu ergreifen, also entweder sich zu entscheiden zu müssen, sind wir jetzt sozusagen ganz auf USA-Seiten oder sind wir ganz auf Chinas Seiten, oder aber sagt, nee, wir entscheiden uns eher für so eine Art, um mal meinen Kollegen Hu aus Bonn zu zitieren, eine Äquidistanz sozusagen Strategie zu wählen und zu sagen, ja, wir sind eigentlich jetzt gleich weit entfernt im Prinzip von China und von den USA und wir müssen so einen Mittelweg gehen. Das hat aber natürlich enorme Konsequenzen, weil dann steht ja zum Beispiel möglicherweise in Frage, ob wir in Europa weiterhin amerikanische Truppen haben werden. Im Übrigen, das ist sowieso eine riesige Frage. Wir können nicht unbedingt davon ausgehen, dass amerikanische Truppen in Europa
stationiert bleiben werden, ja, weil es sich durchaus geopolitisch so viel verschieben könnte, die Amerikaner so geschwächt sein könnten, dass die vielleicht darüber nachdenken, ich sage bewusst vielleicht, ja, aber das ist eine der Szenarien, mit denen wir denken müssen, dass es zu einem graduellen Abzug von Truppen kommt und einer Truppenverlagerung in pazifischen Raum. Der ostasiatisch-pazifische Raum ist der Brennpunkt, in dem der geopolitische Konflikt zwischen China und den USA sein Zentrum hat. Für Europa wäre eine Distanzierung von den USA ein sehr großer Schritt. Weil man muss ja auch sehen, wir kommen von der transatlantischen Tradition. Wir teilen nach wie vor sehr ähnliche Werte. Wir sind nach wie vor eine Wertegemeinschaft in der OECD-Welt mit den Amerikanern und so weiter. Und das geben wir ja nicht auf. Ja? Insofern, also das Handlungsfeld für die Öffentlichkeit, aber auch für politische Entscheidungsträger wird noch komplexer, als es vorher schon war. Und die Spannungen auf allen Ebenen, die werden noch mehr. Ja? Maximilian Mayer ist aber überzeugt, dass aktuell wichtige Weichen für die Zukunft der Welt gestellt werden. Aus meiner Sicht ist es noch schwierig vorherzusagen, wo das sich hin bewegen wird. Ich glaube, dass jetzt in der Krise natürlich Entscheidungen getroffen werden, von denen sich vielleicht wenige bewusst sind, die Tragweite, die haben und auch die langfristige Wirkung, die Entscheidungen haben werden. Also denken Sie nur mal an die Multibillionen Rettungsprogramme, die wir jetzt verabschieden und die unsere Haushalte ja für die nächste Dekade belasten werden. Hier stellt sich laut Maximilian Mayer die Frage, ob es sinnvoll ist, Gelder wie mit der Gießkanne zu verteilen oder es gezielt auszugeben, etwa für die grüne Zukunftstechnologien oder digitale Innovationen. Wenn Russlands Präsident Putin über die Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie in Russland spricht, genießt die Kooperation mit China in seinen Reden immer eine besondere Stellung. Zum Beispiel lieferten wir nach China. Als es unseren Freunden im Februar schwer fiel, 2 Millionen Masken bereitzustellen. Jetzt haben wir aus China bereits 150 Millionen Masken über verschiedene Kanäle zurückerhalten. Darüber hinaus wurden 2 Millionen Schutzanzüge aus der Volksrepublik China geliefert. Und diese Zusammenarbeit wird sicherlich fortgesetzt. Zu den Atemschutzmasken. Wir verdoppelten die Produktion pro Monat bis zu 280.000 pro Tag. In dieser Zeit wurden 2,5 Millionen aus der Volksrepublik China gebracht. Die Pandemie erreichte Russland stark zeitversetzt. Erst jetzt ist sie hier auf ihrem Höhepunkt. Viele Maßnahmen, die in Russland später, als das Virus hier massiv angekommen war, ergriffen wurden, erinnern Maximilian Mayer nun an das chinesische Vorgehen. Ich glaube, Russland übernimmt viele Elemente. Also beispielsweise diese Gesundheitscode, Gelb-Rot-Grün und diese Partizipierung von Distrikten, das scheint ja was irgendwie in Russland teilweise übernommen wird. Ja, das ist sozusagen chinesische Lösungspaket. Und auch der Einsatz von digitalen Mitteln und so weiter. Und also da gibt es eine Annäherung, die eigentlich dem Trend folgt, den wir schon kennen. Und insgesamt kommt es natürlich zu einer Schwächung der USA gleichzeitig. Ja? Also die Führungsposition der USA wird nachhaltig auch geschwächt bleiben, nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern möglicherweise auch darüber hinaus. Und automatisch wird dann diese Verbindung Moskau-Peking stärker. Ja? Selbst wenn die vielleicht gar nicht so viel enger zusammenrücken, aber das ist ein automatischer Effekt davon. Wirtschaftlich war die Zusammenarbeit von Russland und China vor der Krise stark. Der bilaterale Handel war zuletzt so umfangreich wie noch nie zuvor und eilte von Höchstmarke zu Höchstmarke. Aus China importiert Russland vor allem Elektrogeräte, Textilien und Maschinen. Nach China exportiert es fast ausschließlich Rohstoffe, vor allem Öl und Gas. Durch die aktuelle Krise, aber auch einen Ölpreiskrieg, den ich euch letzte Woche geschildert habe, sind gerade die Preise für Öl und Gas in den letzten Wochen ins Bodenlose gefallen. Schwächt das die russische Stellung gegenüber dem sehr mächtigen chinesischen Partner? Maximilian Mayer geht davon aus. Doch aufgrund weltpolitischer Zusammenhänge wird nach seiner Auffassung dennoch das russisch-chinesische Verhältnis noch enger werden als aktuell. Ein nachteiliger Effekt der niedrigen Energiepreise für China ist es, dass er Innovationen auch blockieren kann. Wenn die Fossilen sozusagen so abstürzen, dann ist ja plötzlich der Wettbewerb, also der Preiswettbewerb zwischen Fossilen und Erneuerbaren nochmal in ganz neuen Dimensionen. Aber strategisch muss man sich natürlich überlegen, was brauchen wir auch gesellschaftlich,
Und jetzt sozusagen so einen gigantischen, großen Rettungsschirm auszubreiten für alle gleich, das ist vielleicht nicht die schlaueste Lösung. Auch russische Experten sehen Chinas Entwicklung nicht unkritisch. Etwa glauben die beiden russischen China-Experten Alexander Akimov und Michail Karpov, dass die Umweltprobleme, die nicht ausreichend angegangen werden, gemeinsam mit demografischen Problemen und der Unterdrückung moderner Basisinitiativen von unten, den Aufstieg Chinas zur Weltmacht verhindern. Was haltet ihr von der Stärkung Chinas in der Welt? Was wäre im Angesicht der aktuellen Veränderungen die richtige Strategie für Europa? Wie immer freue ich mich auf eure Diskussion in den Kommentaren. Weitere Ausgaben meiner Reihe Russland direkt zu Russland ebenso wie zu weltweit wichtigen Vorgängen findet ihr unter dem jetzt eingeblendeten Link. Darunter übrigens auch drei Videos zum Thema China und Russland, die ich im letzten Jahr mit russischen China-Experten gemacht habe. Seid auch nächsten Sonntag wieder dabei mit einem aktuellen und wichtigen Thema bei Russland direkt. Wer unsere Reihe mag, unterstütze uns bitte mit seiner Spende und abonniert uns für aktuelle Russland-News.